Hallo, hier ist mal wieder der Gresser für euch am Start und ich werde jetzt hier nochmal ein One-on-One zocken mit der Rasse Protoss. Und wir spielen hier gegen den Wolf, den bösen Wolf, der will uns reichen, will der uns zerfleischen. Und der böse Wolf spielt die Rasse Zerg. Ja, soll er ruhig mal machen, ne? Können wir auf jeden Fall ordentlich Schabernack treiben auf der Karte Sternbasis. Gegen den bösen, bösen Wolf. So. Wie immer FE-Taktik, Fast FE, wende ich eigentlich immer im Bonobon an. Klappt auch meistens ganz gut. Und jetzt werde ich schon mal Fast scouten. Und mir gleich aber erstmal draußen hier ein Pylon noch gönnen. So gegönnt habe ich ihn mir, den kleinen Pylon. Warum auch nicht, ne? So, einmal Zeitschleife reingekloppt. So, und da muss ich auch noch eine kleine Sonne hinstellen, damit da auch das Mineralfeld mal abgeerntet wird. Oh, da hat sich schon eine hinbewegt. Na, 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 na. So, und haben wir ihn hier schon? Natürlich nicht. Dann vielleicht da oben mal rumgucken. So, Peilen ist unten fertig. Dann können wir schon mal eine Schmiede bauen. Weil vermutlich wird er hier erstmal ein paar Zerglinge schicken. Oder wahrscheinlich wird er auch erstmal eine Echse setzen. Ist ja normal. Wirst Protoss. So, schon mal das Gas geholt. Was läuft da? Aha. Lass ich schon die Echse holen. Macht da wahrscheinlich. Ah, schade, hat er schon gesetzt. So, mal gucken, ob ich jetzt hier eine Cannon hin platzieren kann, um ihn ein bisschen zu ärgern. Wäre natürlich toll, wenn das klappen würde. Da kann er seine Echse schon mal knicken. Zweite. Versuchen wir hier mal so einen Pfeil noch zwischenzusetzen, da kann er mich nicht angreifen. Ja, läuft doch. Ja, die wird doch fertig. Die eine auf jeden Fall. Juhu! Wollte ausreichen. So, das lief ja schon mal gut. Jetzt sollten wir uns natürlich auch mal ein bisschen defenden. Sonst kommt da hier gleich der böse Wolf und nascht uns weg. Mal hier rein. Was er hier baut. Oh, Länge. Das hat er noch nicht gesetzt. Auch nicht so wild. Jo, das sieht so wohl. Jetzt holen wir uns mal die Echse hier. Und einen kleinen Kybernetikern. Ist das noch offen, wenn ich das hier drin setze? Jo, ist das noch. Schafft er doch auch nicht. Er kann sie doch gar nicht richtig angreifen. Ach, nicht so wild. Soll er ruhig probieren. So, das scoutet er auch schon raus bei mir her.
Ja, direkt weggeräubert. So, und stellen hier mal auf Halten. Und jetzt auch erstmal den Mutterschiff-Core. Dann bauen wir erstmal ein paar Phönixe noch dazu. Und das ist das hier nochmal. Core ist fertig. Sehr gut. Und dann werden wir doch. Ach, brauche ich jetzt erstmal. Drei von den kleinen netten Raumportalen. Na, Roaches? Ne, Linge anscheinend. Weil wir doch bestimmt irgendwo anders noch eine Echse haben. So, erstmal ein kleines Gastransferchen hier absolvieren. Wir brauchen gleich ordentlich Gas. Na, steht er da nur blöd rum? Nee. Arbeitet schon. Na, ich denke mal, er wird hier vorne nochmal eine Echse gesetzt haben. Ja, ganz sicher. So, dann holen wir uns erstmal Phönixe dazu. Ein paar Phönixe. Und holen wir uns mal ein Angriffs-Upgrade gleich. Sollten wir auf jeden Fall noch mal ein paar Cannons, glaube ich, zulegen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, und jetzt ärgern wir ihn mal ein bisschen, weil er es hier auch gesehen hat, fahre ich jetzt. Oh, da, Wenglings. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Na, schnell noch mal einen holen. Welche mal zumachen erstmal. Was ist das? Und ich guck mir noch mal, was er hier wieder macht. Macht er hier noch mehr Benglings irgendwo? Na, wo ist die nächste Echse? Hier vielleicht? Nö. Aber hier oben wird es bestimmt sein. Da ist er doch schon. Ah, schön. Und zwar ist Letter dazu noch. So. Scout noch hier mal ein bisschen damit. Upgrade durchgeführt. Ach, wunderschön, das nächste Upgrade ist auch schon durchgeführt. Dann hole ich mir nochmal das Schild-Upgrade. Und dann gehen wir gleich mal auf das massivere Lufteinheiten. Ach, wir haben doch die Polonen schon gekriegt. Was meckert der denn hier? So, jetzt holen wir uns direkt mal schon den flotten Signalgeber wieder. Und der Phoenix scoutet hier nochmal so ein bisschen die Map durchwursteln. Kriegen wir gleich wieder. Ah, Roaches hat er gebaut. Der Wolf baut Roaches. Der böse Wolf. Der setzt da auch schon wieder in die nächste Echse. Da oben wird er auch gleich Echsen wollen.
Bestimmt. Dann holen wir uns jetzt mal die Träger, die ersten. Und dann noch gleich mal das Upgrade dafür. Oh, können auch schon ein Mutterschiff holen. Holen wir uns das Mutterschiff auch noch gleich dazu. Aber ich brauche schon wieder Pylons. Ja, wie immer. Ja. Kommt doch jetzt. So, da haben wir schon die nächsten. Und warpen jetzt mal das Mutterschiff hier ran. Und werden gleich mal ein Go machen. So, Upgrades laufen auch. Wunderschön. Und hier vorne auch jetzt mal eine Echse holen. 15. Minute kann man das hier ruhig mal machen. Da auch nochmal ein Trägerchen. Ach, kommen wir gar nicht mehr raus, ne? Stimmt ja. Wir sind die Klingen Ajur. So, da haben wir auch schon unseren Träger. Unsere Trägers. Trägerchens. Oh, noch mal ein paar Gets dazu, ein paar Stalker. Silots meine ich natürlich, keine Stalker. Entschuldigung. Und die Exe jetzt hier endlich mal holen. Hier fahren wir auch mal hin. Teilen wir nochmal durch und gucken nochmal, was er macht. Und das Upgrade hier auch nochmal kurz holen. Und Schild-Upgrades holen wir uns auch nochmal. Sturmangriff auch. So. Hier holen wir jetzt nochmal ein paar Kens hin. So, und jetzt sollten wir doch gleich mal auch ein Go starten. Ah, da wieder was. Oh, mal ein paar Silots noch gepulvert. So, dann machen wir doch auch mal ein Go, würde ich sagen. Ein kleines Göhrchen. Na. Jetzt hole ich mir noch Phasenleiter dazu und Upgrade sind die nämlich sehr immer. Oh. Ein paar Interceptoren hat er ja. Interceptoren schon, sage ich schon. Schänder hat er hier ein paar.
weiter geht's. Sieht auch schon ganz nice aus. Ja, da geht auch schon raus. Ja, Träger sind schon sehr imber auf jeden Fall. Auch schön, dass er nur einen einzigen Observer dabei hatte. Also ein Overseer, meine ich. Ja, da kann man dann viel Schabernack mit betreiben. Oh, schön. Protoss-Detail freigeschaltet. Lehrer. Und Divisionsrang 6 bin ich jetzt auch schon. Boah, hat sich ja gelohnt. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Aggressor. See you.